ein Mercedes-Benz und ein großer Mercedes-Benz. Uiuiui, okay. Dann würde ich den mal Linie 4, Linie 4, Moment. Bei Linie 3 ist jetzt nichts, oder wie? Dann setzen wir mal bei Linie. Drei und zwei setzen wir mal Ziehharmonika-Busse drauf. Fünf Stück jeweils. So, wie viel fasst der? Der hat fast 33. Fünfmal. So, das gleiche auf Linie 2. Jetzt zwei, dreimal, viermal, fünfmal. Sofort ersetzen, sofort ersetzen. Ne. Sofort ersetzen, fünfmal. So, halten wir mal Ausschau. Halten wir mal Ausschau, ob ich welche sehe. Jawohl. Ach ja, die Mercedes-Benz. Wenn wir denen noch eine Farbe verpassen könnten. Ja, wunderschön. So fahren sie bei uns. Ist noch einer, dann müssen wir auch gleich rot machen. Zack. Machen wir die mal kurz rot. So, Farbe. Nicht orange, rot. Rot. Nochmal rot. So. Wunderbar. So, der ist schon. Farbe rot. Der hält in der Kurve, ist es neu? Normalerweise werden die doch in der Kurve so lang gezogen. Halten die jetzt wirklich so in der Kurve? Oh ja, tatsächlich. Also entweder ich bin total bescheuert oder es war schon immer so. Weil ich dachte immer, wenn man die Haltestelle in der Kurve macht, dass die Busse und alles Mögliche so gerade gezogen wird. Ich weiß es nicht, ob das noch Train Fever war. Kann natürlich auch sein, aber ich dachte, das wäre in Transportfieber auch noch so. Na gut. Goethestraße. Ja, so fahren die bei uns rum. Sehr schön. Oh, mal eine kleine Mitfahrt hier durch die Stadt. Ist einiges los. Ist auch einiges zu Fuß los. Aber dass sie diese Bäume nicht mal weiter nach oben setzen, weil das sieht ja echt furchtbar aus, wenn da die Busse immer durchfahren. So, von vorne sieht er auch fabelhaft aus. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
Das Problem ist halt. Die Frage ist, ob wir die Passagiere später, so wie ich es mir denke, einfach auf die Zuglinie bringen, denn wir haben ja bislang Überlandbusse. Und da frage ich mich gerade noch, ob es wirklich so, ja, ich sag mal, einfach ist, dann die Passagiere sozusagen zu zwingen, den Zug zu nehmen. Da fährt der Tanklaster mit Deutsche Bahn, alles klar. Weiß ich nicht, ob es sowas gibt. Straßenfahrzeug hat das Ding erreicht. Können wir mal sofort ersetzen. Keine Verbindung zwischen Kreting und Schauenstein. What? Warum? Ach so, ja stimmt, das habe ich ja gekappt, damit die Leute den Zug nehmen. Hust, hust. So, hier warten wieder einige. So, die Beschleunigung ist ausgezeichnet. Und so viel kommen da gar nicht zusammen. Jetzt warte ich mal, wenn der, bis der Zug wiederkommt, ob da wieder so viele Leute stehen. Moment, kurz Pause. Wir müssen kurz die Haltestellen etwas verschieben. Und zwar bitte etwas dichter zum Bahnhof. Lass jetzt mal einfach hier oben nochmal eine hin. Sechs, sieben. So, das jetzt gerade da hinten. 85. Oh, jetzt kommen die Doppelstockcontainer. Aha, sehr schön. Noch nie benutzt, muss ich sagen. Okay, es werden sogar weniger. Haben sie so kleine Häuschen gebildet? Ach, ja, stimmt, die können ja hier nicht weiterbauen. Hihi. Stimmt, 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 weil ihr sollt euch nämlich. Oder die Stadt soll sich nämlich erstmal in diese Richtung hier ausbreiten. Ach, jemine. Baumaterialien, Schauenstein. Okay. Dann ersetzen wir mal kurz drei LKWs zu drei großen. So, sofort ersetzen, sofort ersetzen und sofort ersetzen. Dem könnten wir bei dem Tag noch mal einen draufpacken, der auch noch mal die Baumaterialien wegbringt. Oh, nee, Schwetzingen war das. War das Schwetzingen? Nein, falsch. Schauenstein, bitte. So, du bist voll beladen. Sehr schön.
Du fährst jetzt nicht da lang. Solltest nicht einmal leer durch die Stadt fahren. So, mal Gas geben, bitte. Sehr schön. Wieso stehen da eigentlich Autos auf der Busspur? Weil die da spawnen, das geht mal absolut gar nicht. Hier wahrscheinlich genauso. Spawn, ne, die sind gerade von hier da reingefahren. Die fahren. Warum waren die auf der Busspur? Die Busspur ist für Busse. Eieieiei. Muss ich dann noch einen draufpacken? Naja, gut. Es verschwindet nach und nach. Ach du Heilige. Okay, den müssen wir mal, glaube ich, ersetzen. Ach du Heilige. So, was tragen die? Die tragen Baumaterialien. Das klingt ja schon mal sehr schön. Stück jeweils. Das wären dann 120. Wir mal Baumaterialien. Baumaterialien. Ja, auch noch mal. So. So. Nee, der weg. Genau, weil dann kommt der nochmal mit Baumaterialien. Und dann kommt der nochmal. Oh, mit der gleichen Ludmilla. Sofort ersetzen, ja. So, weil du ladest jetzt hier nämlich ab und wirst dann ersetzt und dann drehst du mir nämlich um. Die Beschleunigung ist mittelmäßig. Okay. Wegen den 232 Tonnen. Okay, Moment. Nein, Mann. Ich soll vielleicht doch was Elektrisches nehmen. Vielleicht die weiße Lady. Ich glaube, wir nehmen die weiße Lady. So, das entfernen, weiße Lady hinzufügen. Sofort ersetzen, jawohl. So. Boah, der Bremssound ist natürlich absolut
spitzenmäßig. Ich weiß, die gibt es normalerweise nicht. Die gibt es nur in den USA. Und die dürfen ja normalerweise auch nicht mit den Oberleitungs... Also du darfst das normalerweise nicht mit einer E-Lok ziehen, weil das ist viel zu nah an den Oberleitungen. Ich finde die aber trotzdem cool, denn wir haben ja immer noch unsere Map, unsere, im Grunde ja, kann man fast schon sagen, Spaß-Map. Und da dürfen wir die natürlich einsetzen. So, du machst jetzt natürlich Minus. Ist ja klar. Jetzt weiß ich nicht mal, ob die weiße Lady... Ob die weiße... Seit wann gibt's Kurvenquietschen? Wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob die weiße Lady Güterzüge zieht oder nicht. Okay, da geht einiges weiter. Können wir uns dann nochmal kurz angucken. Boah, nicht lecken. Okay, hier ist es nicht dabei. Habe ich da vorhin nur verhört? Oh, hier muss noch unbedingt eine Schranke hin. Die Silberlinge und die hier die 628. Oh, sehr schön. Gott, was kommt da jetzt alles? Sehr schön. Produziert hier fleißig. So, die Stadt müsste jetzt eigentlich ja gut versorgt sein. Sehr schön. Ich hoffe, hier hat sich nirgendwo ein Industriegebiet noch gebildet. Nein. So, jetzt nochmal genau hinhören. Okay, gut. Hoch schafft sie nur 104. Bin ich ja gespannt. Ach, pff. Alles gut. Fahren wir noch einmal mit. Oh, da habe ich noch einen Hubbel entdeckt. Den müssen wir gleich noch beheben. Also ich muss ja wirklich sagen, mir gefallen die Mitfahrten immer wieder aufs Neue. Auch wenn wir noch nicht so viel gebaut haben, aber die Mitfahrten sind einfach grandios, muss man sagen. Das macht einfach meistens Spaß an dem ganzen Spiel. So, jetzt schauen wir mal nochmal die Beladung an. Ah, der wird oben nochmal breiter, wenn er voll ist. Hier, zack. Zack. Coole Ladeanimation. So, wie schwer sind wir jetzt? Boah, 640. Wir haben 208. Ne, wir haben 252 Tonnen Zuladung. Nicht schlecht. Oh ja, da, man merkt's. Sie kommt kaum voran. Na gut.
passt er dann, was habe ich gerade gesagt? Genau, hier der Bahnübergang. Müsste ich jetzt mal gucken, ob wir hier noch in den, bei den Schildern sind. Ne, da sind wir da ganz am Anfang. Nasupi. Ja, ist aber nicht schlimm. Oh. Nehmen wir die 120. Sehr schön. Was, Moment, Moment, was ist das denn? Kabelkanal? Ah. Aha. Länge 500 Meter. 500? Holy shit. Distanz vom Gleis zum Gleis 1,2. Aha. Höhe. Okay. Nicht schlecht, muss man sagen. Habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. So, wo ist... habe ich den Mod gar nicht drin. Die Kabel... Quatsch, die Kabel, die Signalbrücke. Ich habe zwar die Signale drin, aber die Signalbrücke nicht. Juli, du bist oberschlau. Mr. Oberschlau. Ne, Moment. Jetzt geht's dann nicht weiter. Moment, die normalen Signale sind schon wieder raus? 86, sind die schon wieder raus? Okay. Ja, dann... Okay. Ja gut, belassen wir es mal dabei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.